So Leute, heute Teil 2 meines Tipps und Tricks Videos. Heute gibt es die Waffen und Aufsätze. Der Pipo war das. Der wollte da ein paar Informationen haben, womit ich immer so spiele. Also ich spiele entweder hier mit dem Cobra Rundpunktvisier oder mit dem normalen Rotpunkt Reflex. Ja, dann mit dem Frontgriff oder bei MGs mit dem Zweibein. Und als drittes mit den Mündungsdämpfern. Weil wenn ihr hier, ja okay, jetzt kurz ausblenden, wenn ihr Dreieck drückt, zumindest auf der PlayStation, ich weiß nicht, welche Taste das auf PC oder Xbox ist, dann werden euch ja Informationen angezeigt. Und hier steht halt, dass der Mündungsdämpfer nicht nur dafür sorgt, dass die Gegner die Schüsse nicht sehen. Okay, auf der Minimap ist man zwar immer noch zu sehen, aber halt die Schüsse werden so nicht gesehen. Und dass der Rückstoß dabei auch verringert wird. Was viele bestimmt von euch nicht wussten. Deswegen benutze ich eigentlich meistens immer noch den Mündungsdämpfer. Es gibt noch schwerer Lauf. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber ja, wenn man eine Weile mit der Waffe gezockt hat, dann weiß man, welche Waffe verziehen und welche nicht. Da kann man ja gucken, ob man dann den schweren Lauf oder Mündungsdämpfer benutzt. Taglight, ja, benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Schalldämpfer, ja, kann man auf Waffen mit einer hohen hier Feuerrate, die eine hohe Feuerrate haben, die hat jetzt 750. Müsste halt gucken. Die Farmer hat, glaube ich, die höchste Feuerrate mit 1000. Gucken. Da, ja, 1000. Da habe ich den Schalldämpfer auch drauf. Und Laserpointer, ja, Laserpointer würde ich eigentlich meistens nur bei den Selbstverteidigungswaffen, so wie MP5, hier Laserpointer, Magazinerweiterung, P19, ja, überall Magazinerweiterung, fast den Laserpointer drauf. Taglight, wie habe ich denn Taglight drauf? Na, keine Ahnung, habe die Waffe schon ewig nicht mehr benutzt. Ja, dann, ja, doch. Richtige Klasse. Oh. MGs. Come on. Hier. Meistens ohne Visier. Je nachdem. Okay. Je nachdem welches MG. Ja, okay. Frontgriff habe ich jetzt hier drauf. War am Durchwaschen, deswegen Frontgriff. Aber sonst immer Zweibein und die Magazinerweiterung drauf. Ich habe, glaube ich, sogar ein. Da. Mein Lieblings-MG. Zweibein. Magazinerweiterung ohne Visier. 249. Meiner Meinung nach das beste MG. Dann, ja, Shotgun gibt es auch, glaube ich, noch. Ne? Benutze ich ja auch nie. Gucken, Shotgun, Shotgun. Spaß 12, ja. Flechtmunition, Magazinerweiterungen dann. Ja, hier tue ich manchmal sogar ein Holovisier drauf. Oder hier dieses PKAS-Holovisier. Dann Sniper. Immer 8-fach Zoom. Gerade Verzug und als drittes entweder gar nichts oder den Laserpointer, aber meistens schalte ich den sowieso aus. Darum 8-fach Zoom und gerade Verzug. Ihr könnt auch hier gucken. Ich würde immer die Sniper nehmen, die Zylinderschuss haben, weil die anderen die Halbautomatik, da müsst ihr meistens irgendwie 2-3 Mal treffen, bis die Gegner sterben. Und mit der SV-98 zum Beispiel müsst ihr nur einmal treffen. Und ich finde das jetzt, wenn man die SKS oder so benutzt, irgendwie voll noobig. Wenn man einfach nur R1 die ganze Zeit tippen muss. Und das ist für mich zumindest kein richtiges Snipern. Und deswegen benutze ich immer die SV-98 oder die L, glaube ich. L96 war das. Ja, oder die L96 auch. Achtfachvisier finde ich irgendwie am besten. Gerade Verzug und Laserpointer. Ja, das war's jetzt mal mit den Waffen und den Aufsätzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Zum nächsten Video. Ciao.